Ich habe ja noch so eine RTX 3080, die ich nicht mehr brauche. Und deswegen stelle ich die mal für einen richtig guten Preis bei Kleinanzeigen rein. Ich bin mir sicher, dass ich dann nur seriöse Anfragen bekommen werde. Was letzte Preis? Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr im Intro schon erfahren habt, schauen wir uns heute mal wieder Kleinanzeigen an, nachdem die letzte Episode, die ja auch die erste war, bei euch wirklich richtig, richtig gut angekommen ist. Ihr habt mir wirklich super viele Links zugeschickt, mehr als ich in einer Episode anschauen kann, aber ich habe mir mal die besten rausgesucht und die werden wir heute mal analysieren. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschnuppert und da sind wirklich richtig wilde Sachen dabei. Aber genug geredet, fangen wir direkt an mit der ersten Kleinanzeige. Als erstes haben wir hier den High-End Gaming PC Ultra HD 4K VR Ready. Ist wirklich ein absolutes Biest, dieses Ding. Sieht auch überhaupt gar nicht ranzig aus. Also ich meine, wenigstens einmal sauber machen könnte man ja, bevor man das Teil ins Internet stellt. Aber der sieht solide zusammengebaut aus. Und ja, schauen wir mal in die Specs rein. 700 Euro soll der kosten, was natürlich für einen Ultra HD 4K VR Ready High-End Gaming PC nicht sonderlich viel Geld wäre. Schauen wir mal an, was da so verbaut ist. Wir haben einen Ryzen 3600, wir haben eine GTX 1080 ROG Strix, was eine sehr, sehr geile Karte ist. Wir haben 16 GB DDR4 RAM mit 3600 MTS, ein B450 Mainboard und ein 550 Watt Seasonic Netzteil. Gut. Was schreibt ihr dazu? Alles funktioniert ohne Probleme, man kann direkt loszocken. Verkaufe super guten PC, alles Markenteile, super Airflow und neue WLP drauf. Top PC für einen fairen Preis. Gut, also, der PC sieht ganz okay aus, die Config ist immer noch relativ brauchbar. Aber für 700 Euro, meine Freunde, ich weiß nicht, ob das so ein fairer Preis ist. Ein 3600 und eine 1080 mit 16 GB RAM. Würde ich maximal, keine Ahnung, auf dem Gebrauchtmarkt 300 Euro zahlen vielleicht. Also der 3600, den kriegt man wahrscheinlich für einen Fuffi. Die 1080 Strix kriegt man so für 150, RAM-Kit 20, 25 Euro, Mainboard 30, 40 Euro, Netzteil auch sowas um den Dreh rum. Also maximal so wirklich 350 bis 400 Euro. 700 Euro sind hier völlig überzogen, vor allem, weil es halt schon wirklich ein altes System ist. Ich meine, die Komponenten sind wirklich nicht mehr neu. Da sollte man meiner Meinung nach den Preis auf jeden Fall nochmal überdenken, weil so kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwer kaufen wird. Und ich will übrigens nicht komplett gegen Kleinanzeigen haten. Da gibt es super oft richtig gute Angebote, auch aus meinem letzten Reparierband zum Beispiel. Da konnte ich auf Kleinanzeigen ein schönes Mainboard-Bundle richtig günstig ergattern, das ich dann eben für eine Reparatur verwendet habe. Aber da sind halt wirklich schon übermäßig viele Leute unterwegs, die wirklich keine Ahnung haben, was ihre Sachen noch wert sind oder die halt Leute einfach irgendwie abzocken wollen. Als nächstes haben wir wieder eine richtig coole Mystery Box. Gaming-PC direkt startbereit für 1799 Euro. Schauen wir uns doch mal die Bilder an. Auf dem Bild kann man überhaupt nichts erkennen, weil es so unfassbar dunkel ist. Hier leuchtet ein bisschen was, Maus und Tastatur. Anscheinend gibt er hier noch Steam-Guthaben mit dazu. Okay, irgendein altes Razer-Headset. Beim PC kann man wirklich mal gar nichts erkennen, weil das Bild einfach viel zu dunkel ist. Und mehr Bilder haben wir nicht. Perfekt, sehr gut. Also, aus den Bildern werden wir nicht unbedingt schlau. Was ist denn da verbaut? Verkaufe einen guten Gaming-PC. Er schafft viele Spiele auf maximale Einstellung. Razer Kraken-Headset, Razer Black Widow V4-Tastatur, Rocket Crown Aimio Maus, 27 Zoll Monitor. Okay, das kommt alles mit dazu. PC mit 1 TB Speicher, GeForce RTX. Nur Abholung, Barzahlung, keine Rücknahme nach Verkauf. Das ist natürlich wieder eine extrem gute Anzeige, weil es ist einfach wundervoll beschrieben, was in diesem PC verbaut ist. Nämlich überhaupt gar nichts ist beschrieben, außer dass eine RTX-Grafikkarte drin ist und eine 1 TB SSD, I guess. Oder wir wissen ja nicht mal, ob es eine 1 TB SSD ist. Es kann auch eine HDD sein. Und ja, da weiß ich nicht, ob man 1800 Euro verlangen kann, wenn man wirklich in keiner Art und Weise weiß, was man da überhaupt bekommen wird. Also, warum schreibt man denn nicht einfach die Komponenten hier rein? Das geht so schnell, das dauert 3 Minuten. Und dann ist es doch auch viel wahrscheinlicher, dass sowas verkauft wird. Aber das ist halt wieder so ein Ding, wahrscheinlich komplett overvalued. Ich meine, was die Peripherie hier wert ist, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Der Monitor sieht mir jetzt nicht super high-end aus. Gebrauchte Tastatur, Maus und Headset und so weiter kann man wahrscheinlich insgesamt noch 100 Euro verlangen oder so oder 150, weil es Razer-Sachen sind. Aber der PC, der ja
höchstwahrscheinlich hoffentlich einen Großteil von diesen 1800 Euro ausmachen wird, über den erfahren wir gar nichts. Da könnte GeForce RTX, was soll das bedeuten? 2060 oder was? Es könnte alles sein. CPU wissen wir gar nichts, RAM wissen wir gar nicht. Wir können nicht sehen, was es für ein Gehäuse ist, weil das Bild so unfassbar schlecht ist. Also ja, ist natürlich wieder eine vollkommen sinnlose Anzeige, die man auf jeden Fall nochmal überarbeiten sollte. Ich versuche immer wirklich zu verstehen, was da der Gedankengang von diesen Leuten ist, aber ich bin irgendwie noch nicht so ganz drauf gekommen, weil warum sagt man nicht einfach, was man verkauft? Check ich nicht. Keine Ahnung. Und als nächstes haben wir wieder einen High-End-Gaming-PC. Eigenbau, okay? Er schreibt hier dazu, dass er die Kiste selbst gebaut hat. Postet ein Bild von seinem gesamten Setup. Scheinbar ist, glaube ich, aber nur der PC dabei. Sieht auch so echt solide aus. Ja, schönes Gehäuse. Sieht gut zusammengebaut aus. Und das hier haben wir verbaut. Soll kosten 4200 Euro. Okay, da muss schon was wirklich Gutes drin sein. Ich verkaufe meinen Custom-Build-Gaming-PC, welcher 2 Jahre alt ist und einwandfrei funktioniert. Die Grafikkarte ist erst 4 Monate alt, also das ist nicht wirklich ein Custom-Build, das ist einfach ein ganz normaler Build. Wir haben hier verbaut ein MSI MPG Z690 Gaming Edge Wi-Fi, solides Mainboard, 12700K, immer noch eine solide CPU, eine RTX 4070, eine 1TB NVMe, welche wissen wir nicht, eine 500GB SSD, wahrscheinlich dann eine SATA, also ja, ist eine SATA, aber wahrscheinlich eben keine M.2 SATA, sondern eine 2,5 Zoll SATA, 32GB Corsair Vengeance RGB mit 4000 MTS, wir haben eine Corsair 360mm AIO, meinte hier, 12 weitere Corsair-Lüfter, ach so, nee, insgesamt 12 Corsair-Lüfter, 3x ML und 9x SP, ein Corsair HX 750 Platinum und alles verbaut in einem Corsair 5000X. Das ist jetzt eine bisschen schwierige Anzeige, weil der PC an sich ist wirklich absolut solide, sieht auch gut zusammengebaut aus, also kann man echt nichts sagen, kann man so auf jeden Fall zum Verkauf einstellen. Jetzt bleibt halt wirklich nur das Problem der Preis. 4200 Euro für eine 4070 und ein 12700K. Ich weiß, da ist viel Corsair verbaut, aber selbst wenn ich das jetzt alles zusammenrechne mit Neupreisen, dann werde ich nicht auf 4200 Euro kommen. Ich habe keine Ahnung, wo er den Preis hernimmt, aber das ist völlig, völlig unrealistisch und überzogen. Ich habe hier testweise einfach meine Geiz als Wunschliste erstellt mit einer 2TB NV2, 12700K, 32GB 4000er RAM, 4070 Ventus 3X, das gleiche Board. Dann 2 Triple Packs von den SP120, beim Case sind nochmal 3 dabei, also kommen wir auf die 9 und dann noch die AIO mit den 3 ML-Lüftern, HX 750 und ich komme hier jetzt mit Neupreisen auf 2023 Euro. Und wenn man hier mal sich die Preisentwicklung anschaut, dann sieht man, dass ja, das Maximale, was diese Config mal gekostet hat, waren irgendwie 2300. Also, wie der da auf die 4200 kommt, kann ich euch echt nicht sagen, aber es ist natürlich ein völlig absurder Preis. Ich meine, mehr als 2000 Euro als das, was das Zeug neu wert ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Vielleicht dachte er, hey, da ist viel Corsair drin, den stelle ich einfach rein für was ich will. Aber ja, ist halt natürlich nicht realistisch. Ich weiß jetzt auch echt nicht, wer für über 4000 Euro einen PC auf Kleinanzeigen kauft. Ich meine, ich verwende Kleinanzeigen hauptsächlich halt, um gebrauchte Sachen zu bekommen, die man so nicht mehr irgendwie finden kann und die ich dann halt für Projekte verwenden kann. Aber jetzt einen PC für 4000 Euro auf Kleinanzeigen zu kaufen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Als nächstes kommt dann eine Neuheit hier im Format. Es ist nämlich keine Kleinanzeige von Kleinanzeigen, sondern eine Kleinanzeige vom Facebook Marketplace. Und ich sag's euch, da sind auch echt richtig viele wilde Sachen unterwegs. Das Inserat hier ist für einen High-End-Gaming-PC für 899 Euro. Und ja, er hat hier ein paar wundervolle Bilder gepostet mit einer Strix 1080 mal wieder. Wir haben einen Alpenföhn Dolomit Premium. Ja, Bild sieht an sich ganz solide aus. Er hat noch irgendwelche random Benchmarks dazu gepostet. Und verbaut ist hier für den, in dem PC, für den er 900 Euro will, wohlgemerkt, einen 10400F, 16 GB Corsair Vengeance RGB Pro, eine 500 GB M.2, eine ja, GTX 1080 und das alles für 900 Euro mit Hardware, die ja schon mehr als mehrere Jahre alt ist. Ich meine 10400F, wir sind jetzt in der 14. Gen und auch die ist bald wieder rum. Eine 1080, klar, immer noch eine geile Karte, ich habe es vorhin schon gesagt, aber doch nicht mehr für 900 Euro.
Er schreibt ja noch dazu, der PC sieht optisch nicht nur gut aus, er ist auch sehr leise, selbst unter Volllast. Der verbaute Dolomit Premium Kühler leistet hier ganze Arbeit. Naja, es ist ein 10400F. Der muss da nicht viel machen. Egal ob zum Arbeiten und zum Zocken, dieser PC wird ein massives Upgrade. Kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass das ein Upgrade zu meinem PC wäre, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ja in irgendeiner Form ein Upgrade ist, das sich für irgendjemanden lohnen würde, für 900 Euro. Ein 10400F mit einer GTX 1080, wie gesagt, GTX 1080 kriegt ihr gebraucht für 150 Euro, wenn es wenn es hochkommt. Vielleicht 200 für jetzt so ein Topmodell wie die Strix. RAM 30 Euro, 25 Euro gebraucht. 10400F, ein Fuffi. Dann noch irgendwie ein Mainboard dazu. Das einzige Gute hier ist eigentlich der Dolomit Premium. Der ist noch ziemlich neu, aber alles andere natürlich auch wieder völlig überteuert, also 900 Euro und dann auch diese Anpreisungen finde ich halt einfach komplett unsinnig, weil was soll das? Warum schreibt er das denn hier so hin, als wäre das noch ein aktuelles Top-System, wenn es es halt schlichtweg nicht ist? Kommen wir zurück zu Kleinanzeigen und als ich die gesehen habe, ja, ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen. Schaut euch die Kiste mal an, wie unfassbar ranzig dieser PC aussieht. Ich meine, der vordere Lüfter, der ist wirklich komplett bedeckt mit Staub. Hier sieht es aus, als wären irgendwie Spinnweben drin. Alles ist komplett staubig. Das Gehäuse ist richtig dreckig und hat Flecken. Also, ja, keine Ahnung, warum man den so ins Internet stellt. Soll kosten 800 Euro. Drin sind ein 5600, 32 GB RAM, eine 3060, 500 GB SSD, 1,5 TB HDD und ein 700 Watt Netzteil. Also erstmal vorweg, das System ist natürlich auch keine 800 Euro wert. Ich denke, da sind wir uns einig, ist auch so um die, ja, 100% überzogen. Ich denke mal, 400 bis 450 könnte man da wahrscheinlich noch bekommen, auch wenn die 3060 nicht mehr wirklich was wert ist. 5600 kriegt ihr neu für 110 Euro oder sowas. Also, ja, wird schwierig, den für 800 Euro zu verkaufen. Ich würde den wahrscheinlich so eine Kiste für 350 bis 400 inserieren und dann sollte der auch weggehen. Aber, ja, er schreibt ja noch dazu, wird gereinigt, bevor es abgeholt wird. Warum reinigst du den PC nicht, bevor du ihn auf Kleinanzeigen stellst? Ich meine, schaut euch die Kiste mal an. Das sieht aus, als hätte der Lüfter hier vorne ein Fell oder ein Pelz oder so. Also wirklich eklig. Da hat doch keiner Bock drauf, die Kiste zu kaufen. Ich verstehe das gar nicht. Auch das Case kann man doch einmal mit einem nassen Lappen abwischen. Was ist denn daran so schwer? Ich meine, das ist hier, also hier sieht es ja erstmal nur so aus wie ein bisschen loser Staub. Die Front, ja, das sind halt echt hier so Flecken. Da kann man aber auch einfach ein bisschen mit nassen Lappen wegwischen. Aber warum stellt man den denn so ins Netz? Keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dieses Bild sieht und sich dann denkt, geil, die Kiste muss ich haben. Wenn man jetzt was im Internet verkaufen will, dann schaut man doch gerade dann drauf, dass das ja, Produkt einigermaßen präsentierbar ist, damit halt mögliche potenzielle Käufer angelockt werden. Ich stelle mein Auto ja auch nicht komplett verranzt ins Internet, wenn ich noch einigermaßen was dafür bekommen will. Also ja, die Herangehensweise verstehe ich auch wirklich gar nicht. Wir gehen wieder zurück zum Facebook Marketplace und da habe ich auch ein bisschen rumgestöbert und da ist mir dann echt halt aufgefallen nach einer Zeit, dass gefühlt jede dritte Anzeige ein offensichtlicher Betrug ist. Und ja, deswegen seht ihr die hier auch komplett, die Anzeigen, damit ihr nicht drauf reinfallt. Ich meine, wir haben hier ein Inserat für 1100 Euro und das soll dabei sein, ein 13900K, eine 4090, 32 GB DDR5 Corsair RAM, eine H51i Elite, ein Corsair 5000T. Das ist natürlich, also ich meine, Gesamtwert von dem, was hier jetzt beschrieben wird, sind wahrscheinlich 3500 Euro und niemand wird es für 1100 Euro reinstellen. Das ist ein absoluter Scam. Die wollen, dass ihr das Geld dann überweist oder sonst irgendwas. Die schreiben hier auch rein, mit Abholung oder sonst irgendwas möglich. Dann schreibt man die an, hey, ich würde das gerne abholen kommen. Und dann sagen sie, ah, Abholung geht gerade nicht, wir sind im Urlaub. Du musst das Geld bitte auf ein ausländisches Konto oder sowas überweisen. Also ja, das ist halt einfach offensichtlicher Betrug. Und wie gesagt, ich habe da innerhalb von kürzester Zeit drei Stück gefunden. Hier für 420 Euro einen PC mit einer RTX 4080. Was da noch drin verbaut ist, wird hier jetzt leider aus diesem Angebot her nicht ersichtlich, aber es sieht auch aus wie ein Top-PC.
Und ja, ist natürlich auch wirklich absoluter Betrug. Also die wollen hier auch nur euch locken, damit ihr Geld überweist. Genauso wie dieses letzte Ding hier, 400 Euro für einen PC mit einem 13.900K 3060 Ti. Okay, die Grafikkarte ist jetzt nicht so mächtig. Ein 2TB 99 NZXT Mainboard, ein H9 Elite, 10 NZXT Lüfter, eine Kraken AI und so weiter. Ist auch offensichtlicher Scam. Bitte fallt auf solche Anzeigen nicht drauf rein. Wie gesagt, ihr könnt die Leute auch gerne mal anschreiben. Sagt, hey, ich würde das Ding gerne abholen. Ich wohne direkt nebenan. Es wird nie zurückkommen, dass ihr jetzt vorbeikommen könnt, um die Ware abzuholen für den Preis. Also ja, achtet da bitte unbedingt drauf. Gerade hier auf dem Facebook, also es gibt es auf Kleinanzeigen natürlich auch, aber hier auf dem Marketplace ist es mir halt sehr, sehr schnell aufgefallen, weil es da einfach so offensichtlich ist und weil es halt wirklich gefühlt jede dritte Anzeige ist. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Kleinanzeige für heute, der Gaming-PC mit Wasserkühlung für 600 Euro. Und ja, wenn man das erste Bild aufmacht, dann sieht man direkt, das ist ein bisschen ein betagteres System. Netzteil fällt direkt auf, das gute alte Thermaltake Berlin mit 630 Watt aus der German Series. Absolut schreckliches Netzteil, bitte benutzt es auf keinen Fall, falls ihr das noch habt. Mainboard ist ein Sabertooth 99 FX, kann man hier erkennen. Eine der wahrscheinlich ersten Corsair AIOs, die es überhaupt nur gab. Wir haben einen RAM-Kühler hier oben drauf, richtig, richtig wild. Alten Dominator DDR3, alles verbaut in einem, ja, wunderschönen Gehäuse. Und hier sieht man dann nochmal die ganzen Werte. Und dann schauen wir doch mal rein, was hier verbaut ist. 16 GB Arbeitsspeicher, eine Radeon 7990, also eine wirklich sehr, sehr alte Grafikkarte, Sabertooth 99 und ein Phenom 2X6100T. Gut, ja, was sagt uns das? Also, komischerweise ist hier in seinen Screenshots nur eine HD 7950 drin, keine 7990. Deswegen wundert mich das ein bisschen, weil die HD 7990 war ja wirklich eine richtig krasse Karte, war ja eine Dual-GPU. Und das hier sieht mir auf jeden Fall nicht nach einer HD 7990 aus. Warum kann ich so genau sagen, dass es keine HD 7990 ist? Weil ich eine HD 7990 habe und das hier ist sie definitiv nicht. Hier ist also wahrscheinlich eine 7950 drin. Ich meine, ich finde das System irgendwie cool, weil es halt offensichtlich ein altes, ja, Enthusiastensystem ist, auch hier mit dem geilen RAM-Kühler. Aber für die Hardware 600 Euro noch zu verlangen, ist halt echt richtig, richtig schwierig, weil da muss man jemanden finden, der das Zeug unbedingt haben will. Und ja, ich würde mal sagen, auf dem Gebrauchtmarkt, keine Ahnung, ein Huni mit Glück. Aber 600 Euro sind halt wirklich jenseits von Gut und Böse. Die einzelnen Komponenten sind vielleicht noch ein bisschen mehr wert, als wenn man das als Gesamtpaket verkauft. Das Sabertooth ist ein ganz geiles Board. CPU, ja, ist auch noch okayisch. Grafikkarte, wie gesagt, es ist keine HD 7990. Sondern 7,59, die ist auch nicht wirklich was wert. Er wusste halt wahrscheinlich nicht, wie er das hier bepreisen soll, aber 600 Euro sind definitiv nicht der korrekte Preis. Dann sind wir für heute eigentlich auch schon wieder durch. Hat mir wieder richtig Spaß gemacht, diese Anzeigen zu durchstöbern, waren wieder richtig coole dabei. Vielen Dank natürlich auch an alle Leute, die Anzeigen eingeschickt haben. Wie gesagt, E-Mail-Adresse steht unten in der Videobeschreibung, falls ihr da irgendwas Witziges findet. Und ja, ich hoffe, diese Episode hat euch ebenfalls wieder gefallen. Die Resonanz beim letzten Kleinanzeigen-Video, was ja auch das erste war, war wirklich richtig, richtig positiv. Hat mich sehr, sehr gefreut. Macht auch echt richtig viel Spaß. Und ja, dann sehen wir uns in 6 bis 8 Wochen wieder beim nächsten Kleinanzeigen-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne könnt ihr meinen Kanal natürlich auch kostenlos abonnieren. Unterstützt mich ganz massiv und für euch ist es, wie gesagt, komplett kostenlos. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann schaut auch gerne unten in die Videobeschreibung nochmal rein. Dort findet ihr alle meine anderen Plattformen und ich bin auch fast jeden Abend live auf Twitch ab 20 Uhr. Und ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.